Hallo da draußen und willkommen zurück beim zweiten Teil von Minecraft Legend. Mit dabei ist wieder der Daniel Crafter, der Luca, der Fabian und leider nicht mit auf dem Server, aber trotzdem hier der Julian. Sei gegrüßt. Hallo. Hallo. Also, wir sind stehen geblieben hier bei der Taverne, ein Monster vor Gebäude, und werden jetzt mal uns in Richtung PvP-Arena begeben und dann noch Richtung Heiligtum, also die geheime, wie soll ich sagen, die verbotene Stadt sozusagen. Kennt ihr jemand die verbotene Stadt in Peking? Ist es in Peking? Ja. Ich glaube schon, ne? Das ist ein bisschen so, also ich auf der Karte von Texturio sah es meiner Meinung nach so ein bisschen aus wie diese Stadt. Sehr geil auf jeden Fall. Also hier laufen wir gerade noch ein bisschen durchs Bauviertel. Aber da hinten ist die jetzt gleich daneben. Ich lecke eher so ein bisschen durchs Bauviertel. Also ich habe immer so leider so kleine Freezes normalerweise, aber ich kenne das auch nur von Legend. Das ist einfach so immens, was hier alles an Sachen rumsteht. Ich weiß gar nicht, was mein CPU gerade sagt. Na gut, ich habe 60 Frames, das macht da also schon noch mit. Aber es laggt halt ein bisschen. Also Leute, wenn ihr euch da draußen wundert, Mensch, Ralf, was ist das für eine scheiß Aufnahme? Es tut mir leid, mein PC macht's mit. Wie gesagt, oben links seht ihr 59, 60 Frames bei 2K. Aber manchmal mag eben Legend nicht so, wie ich das möchte. Die PvP-Arena, was denn das? Ist das der Eingang? Ja, sehr geil. Kann man da einfach mal hochklettern, oder? Ja. Weil ich würde es gerne mal von oben zeigen. Also ich mach dir mal gleich, wenn du runterspringen willst, aber bevor du stirbst, lieber nicht. Ja, das ist eine gute Idee. Ich meine, ja, es könnte passieren, dass ich aussehen, oh, ach du Scheiße, wie geil ist das denn, ey. Sehr nice, ey, sehr nice. Ich hab innen noch nichts gebaut. Nö, aber die sieht schön aus. Ich mag das Gefälle von den Sitzen, finde ich richtig cool. Nee, gefällt mir gut. Schön, ja, da Style. Hat Julian auch halt mitgebaut. Okay. Aktiv. Also hier, unten ist aber ein Eingang, ne? Also wenn ich jetzt hier runterspringe, ja, komme ich wieder raus. Gut, ich springe nicht runter, vergiss es. Ah, das muss ich auch noch da runterspringen ins Wasser, oder wie? Wow, Chirinibu. Autsch. Ich bin natürlich genau auf die Seite gesprungen, Idiote. Na gut. Also ich bin echt nicht ins Wasser gesprungen. Wie geil war das denn? Okay. Ich habe mich leicht verletzt, alles gut. Also hier stehen auch nochmal die Namen ganz kurz, bevor ich einfach vorbeilaufe. Gamers Time, Kara, Julix und Bilders, heißt wirklich Bilders oder wie? Ja. Okay, Lolo Games kenne ich natürlich um Kimkra. Aktiver Fabi. Julix steht zweimal hier, kann das sein? Ja. Und ja, innen Pingu und Carina. Ah, okay, alles klar. Ja, sehr nice, wunderbar. Schönes Teil, dann viel Spaß weiterhin hier beim Einknüppeln der Schädel. Ich folge euch wieder. Zur Reichtum gehen, oder? Ja, ich hab's nicht eilig, aber ja. Ja, also ich glaube, da bräuchtest du ein bisschen Zeit, weil es ziemlich weit weg. Okay, dann renne ich dann doch ein bisschen. Ich hüpfe und springe. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Fleisch dabei, also verhungern werde ich schon mal nicht. Also ich falle wieder irgendwo runter. Der Weg ist schon richtig, oder? Wenn ich hier weiter... Ja. Weil ich gerade der Erste bin irgendwie. Ich warte mal auf euch. Hüpft einfach weiter, ich hüpfe hinter euch her. Hüpf hinter euch her. Schauen wir uns essen. Also Ralf bestimmt schon, dass es ein bisschen aussieht wie die verbotene Stadt. Ich bin gerade auch auf Texturio, das sieht schon ein bisschen so aus. Hat was, ne? Mit diesem ist halt Rechteck, hat große Mauern außenrum, innen drin die Gebäude mit verschiedenen... Aber es ist ich meine, es ist architektonisch wirklich genial. Also ich finde, das als Vorbild zu haben, überhaupt absolut nicht verkehrt. Ich denke auch, dass die Kampfarena so ein bisschen was vom Kolosseum hat. Also geradeaus oder rechts? Weiß er nicht, ne? Also schräg rechts. Okay. Was ist denn das hier für ein sauren Turm, sag mal, hier rechts? Ich glaube, das war Elvitinia, oder? Keine Ahnung. Das ist vorhin schon aufgefallen, aber hat es irgendwas so Okkultes an sich? Es hat irgendwie aber so ein... Das steht da so, hat irgendwie Fehl am Platz, aber sieht trotzdem geil aus. Das ist das Sabalappen heißt der. Der Turm heißt Sabalappen. Nein, der Spieler, gebaut. Der das gebaut hat. Herr der vier Fraktionen, okay. Ein wichtiger Typ anscheinend. Ich find's auch sehr schön, wie die Kiste hier bei der Luft schweben. Das mit Herr der vier Fraktionen kommt daher, dass es gab mal so einen Fraktionsbug. Jedes Mal, wenn man sich neu eingeloggt hat, war man eine andere Fraktion. Okay. Also nur die Spieler, die sich umbenannt haben. Erklär's mir, warum die Kisten... Ja, gleich, sorry, ja, red weiter, sorry. Und da er der Erste war, oder glaube ich einer der Ersten, haben wir halt so Spaß gemacht, dass er der Saboteur ist. Okay, warum schweben die ganzen Kisten in der Luft? Weil das abgerissen wird höchstwahrscheinlich. Okay, und dann muss noch jemand her, die Kisten löscht.
Ja, da ja. hat Sabalappen auch gewohnt mit Jinjin und die wohnen jetzt beide bei Luca. Okay, das deshalb. Lauft einfach weiter, ne? Ich muss euch ja hinterherlaufen. Ja, und hier fängt schon das Heiligtum an. Wollen wir jetzt den Weg lang gehen? Ich bin lieber so ein offizieller Weggänger. Wenn der schon gebaut wurde, dann benutzt den Weg bitte auch. Ich weiß, das ist ja voll ärgerlich, wenn die hier so einen Weg bauen und wir kürzen einfach ab, das geht nicht. Okay, das ist ja hier links, das ist das hier links. Weiß keiner so recht, ne? Was steht denn hier? Ach, Häuser. Ja, das sind Häuser. Ich werde einmal Haus. Kurz da durchgehen, einfach nur, weil ich das Haus hier, das hier links echt schön finde. Mit dem Holz, gefällt mir gut. Mit diesem Balkon da vorne, wer hat das denn gebaut? Äpfel weg. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, könntet ihr vielleicht noch das Haus von Kevin ansehen, weil da ist das Dach echt sehr krass. Okay, alles klar, das ist eine gute Idee. Wenn Kevin hier in der Nähe wohnt, okay, schauen wir uns einfach erstmal die verbotene Stadt, aka das Heiligtum an. Aktive Farben hübsch schon woanders lang, sehe ich das richtig, ja? Ja, da vorne gibt es noch eine andere. Was gibt's da vorne, eine andere Brücke, oder? Ja, also es gibt hier mehrere Brücken. Okay, aber die Brücke ist noch nicht fertig hier, die ist ja ein bisschen professorisch, ne? Ich hüpfe mal hinter Fabi hier, kann nichts falsch machen. Ah, siehst du der Wasserfall hier links hat Izzy gebaut, glaube ich. Das Haus da hinten ist Izzys Haus. Okay. Spielt Izzy denn noch aktiv hier bei den Menschen? Nee. Relativ, oder? Weiß, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Relativ ist gut, aber also, der Wasserfall ist abgefahren. Also er streamt, glaube ich, manchmal Legend, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Muss also kurz da hochschwimmen. Mal kurz in seinen Pool urinieren. Ja, da hat er sich auf jeden Fall ein schönes Gebäude hingepflanzt hier. Zum Glück nicht irgendwie übertrieben. Ja, die Decke ist halt schön mit dem Weiß, ne? Hat was. Ja. Und mittendrin Bett, okay, warum auch nicht. Wenn du schnell rauskommst. Ja, das ist Kevins Haus hier. Okay, ja gut, dann gehen wir erstmal zu Kevins Haus, das ist ja witzig. Also das da oben, es ist extrem krass, also ich glaube, das ist sogar das größte Dach, was es in Legend gibt. Da, sagen wir jetzt mal bei den, Also das ist das Haus hier direkt mit dem Steinholzdach. Ja. Ja, sozusagen. Nein, Seiden, okay. Sieht man auch an den vielen Geschenken, was ich... Okay, alles klar, war es denn hier. Die Zwergenpost, ich habe einen anonymen Brief bekommen, sie fragen wegen Video aufnehmen. Roleplay vom Feinsten. Roleplay. Ein Geschenk für Herrn Kevin Cheetah. Veganer Schnitzel gezeichnet. Veganer Schnitzel Hashtag. Okay, alles schlecht. Ey. Eine wichtige Nachricht. Sie sind alles vollgepflastert hier mit Kisten. Ey. Entschuldigung, das größte Roleplay, was es hier in Legend gab. Wie geil ist das denn alles? Für vollgekämpfte größte DMD. Ja, hier hat jeder was hinterlassen. Warte mal, ich mache mal kurz seine. Die DMD ist ein Schild hier weg. Ey, jetzt hast du ein Schild geklaut. Darf ich es haben? Oh scheiße, das kannst du nicht. So, ich glaube immer die Träger von DMD, die braucht ihr sowieso nicht. Und Kevin braucht die auch nicht. Habt ihr das Schild mal kurz für mich? Ja, warte. Hier, ich aber eine Kiste musst du aber selbst abbauen. Hier. Hatte ich eigentlich. Was? Ralf da links hier. Einsammeln wegen dem Traden, das geht nicht von Fraktion zu Fraktion. Ah, okay, alles klar. Wie kann ich es da hinsetzen? Sneaken und. Ah, sneaken, danke, schon wieder vergessen. Ich. Danke, Mike, schon mal gespielt. Ein Geschenk für den König. So. Zum Glück habe ich noch eine Krone dabei, die ich auch reinpacken kann. So, alles klar. Fertig. Hab Kevin meine Krone geschenkt. Alles klar. Dafür habe ich die Tränke rausgenommen und sein Schild kaputt gemacht. Sorry, Mike. Ich hoffe, du verkraftest das. Alles klar. Willst du einen Schnelligkeitspotion? Den hatte ich jetzt noch von dem Außenposten. Ah ja, warte mal, ich habe hier Trank der Heilung und Trank der Stärke. Ja, das wäre super. Warte, hier, komm mal zurück. Ich pack sie dir in diese Kiste. Weil ich kann, sonst kann ich dir nicht bellen. Ja, verstehe ich. Okay, super, vielen Dank. Yay, Speedomatic! Das war eine gute Idee mit dem Schnelligkeitspotion. Ja, wir können ja jetzt zum Heiligtum gehen. Ja, bitte. Ja, wäre absolut in Ordnung. Ah, hier schon. Ein da ist schon, da ist einer.
Yay! Splash, splash. Wer ist denn da gerade runtergefallen? Ich. Aber guck mal, der Fabi geht sogar über die Treppe, Mann. Du bist ja, ist gut. Ja, wie gesagt. Gut, wir sind auch gerade seinen Pool da hochgeschwommen, aber gut, was soll's. Also, was steht denn hier vom Heiligtum rum? Was sind das für Dinge hier? Ah, Menschen mit Lendenschutz und so. Einmal der Wächter des Heiligtums und da drüben... Der Schlechter des Heiligtums. Ja, die sehen cool aus. Als Wächter. Ja, ich mag das, die Art und Weise, wie es gebaut wurde, auf jeden Fall. Tartaros, Wächter des Heiligtums. Schade, dass keine Sprühe so dabei ist, sonst hätte ich einen kleinen Pimmel an seinen Dingen gesprüht. Eigentlich. Okay, soviel dazu. Was ist denn hier links und hier rechts? Sind es einfach so, ah, Gott, ey, jetzt verstehe ich das. So, ja, super Abdrückung, die gehen einmal rum und kommen hier wieder an. Ist ja absolut heftig, ey. Das ist ja mal aber auch wieder sehr geil gebaut, sehr schön auch mit dem Licht. So, wieder Shader-Teil, ja. Mal gucken hier, weil es gerade auch ein bisschen dunkel ist. Gucken, was der Shader so zeigt. Ich glaube, drinnen ist der Shader richtig nice. Ja, okay, hier draußen ist wieder gerade völliger Error bei mir, bis alles geladen hat. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Sollten wir vielleicht einen neuen Shader holen, irgendwas packt hier ein bisschen rum, aber es verkraften wir schon. Ja, die Wand hier finde ich richtig schön. Das ist ja mal ein tolles Gerät hier. Ja. Ja, da war die Karte von der ganzen Menschenwelt mal drauf. Ich weiß es nicht, wo oder... Da war mal so ein Berg. Ah, hier ist die noch drauf. Auf der Rückseite. Seite. Ja, aber auch heftig, ey. Das war die alte Kathedrale. Auch heftig. Sieht ein bisschen aus wie SimCity. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, das alte SimCity 2000 auf Nintendo. Also SNES, ja. Wahnsinn, sehr geil. Okay, sehr cool. Das heißt, erstmal natürlich verbeugen hier vom Heiligtum, ja. Hallo Heiligtum. Hier ist noch eine Wand. Ihr habt es mit so leeren Wänden irgendwie. Ja, da sollte eigentlich die Karte dran. Aber irgendwie, wenn man, glaube ich, einen Blitzpfeil oder so schießt, geht die dann kaputt und das hat dann nicht so gut funktioniert. Okay, alter Schwede. Was für eine Halle, ey. Wahnsinn, ey. Aber wie hoch das Ding ist wieder, ey. Wahnsinn. Aber das ist ja wieder ein anderes Heiligtum als das, was ich kenne, so. Heiligtümer habt ihr eigentlich gebaut, ey? Eigentlich nicht, weil nur dieser Altar ist hier noch dazugekommen mit den Köpfen. Okay, aber ihr hattet doch mal so Säulen an den Wänden. Da gingen doch so Treppen hoch und so Säulen. Ich kann mich noch daran erinnern. Naja, egal. Ich glaube, das war in Legend 1. Hm, ja, das könnte sein. Aber der Boden war auch nicht der. Ja, die alte Kathedrale. Ja, den haben wir geändert. Also der Boden ist wirklich nice. So gefällt mir richtig, richtig gut, ey. Hier hinten ist noch ein Schwert, Excalibur. Ah, okay, nice. Sehr cool. Auch sehr geil. Auch wirklich sehr nice gebaut. Ich mag auch dieses Feuer hier am Rand. Diese Feuerplätze finde ich wirklich cool. Ja, dann gibt es draußen halt noch die Gärten, die wir gebaut haben. Ja, genau. Die würde ich auch mal gerne sehen. Diese habe ich gerade auf der Karte gesehen. Die sehen so ein bisschen aus wie so aus der Barockzeit. Die Gärten, die sie immer hatten auf den großen Höfen oder den Schlössern und sowas. Das ist ja voll der okkulte Tisch hier. Ist ja voll... Weiß ich nicht, spooky hier. Auch mit den ganzen Köpfen da außen rum, ey. Ja, das war auch eine Quest. Ah, okay, alles klar. Und die Kiste hier ist einfach eine Kiste, ne? Nächster Auftrag von Ultra Freak, okay. Sollte ein Opferaltar darstellen. Was wird da so geopfert bei Menschen? Was opfert ihr so tagtäglich? Das Fleisch, das du gerade isst. Oh, sehr gut. Ja, dann warte mal, lass ein bisschen Fleisch da. So. Warte mal, ach komm, wir machen es offiziell. Wenn ich schon mal hier bin, in dem Heiligsten der Menschen, dann wird auch mal ordentlich Fleisch geopfert, ne? So, Opfergabe, halt, muss schon in die Mitte. So, alles klar. Ich habe mal zwei hingelegt, ne? Doppelt kann hält besser. Ja. So, dann verbeuge ich mich noch, spreche noch die ritualen Worte der Zwerge. Okay, es klang ein bisschen irgendwie komisch, aber... Digi-digi-ho. So was. Yay. Mein Fleisch liegt auf eurem Altar. Macht damit, was ihr wollt. Warum hab ich denn schon mein Schwert gleich gezückt? Ich sehe schon, gleich bin ich kampfbereit hier. Was ist los? Okay, die Gärten. Die Hahn. Das heißt, die Gärten sind nochmal um diesen Kreis hier rum mit diesen Säulen. Ja. Habt ihr noch vor, da Fenster reinzumachen oder lasst ihr die offen? Also... Ich glaube, die bleiben offen. Okay, ich find das Milchgleis auch nicht immer so toll. Kommt aber doch mal, was für ein Texture Pack du hast. Sieht man auch immer nicht schön aus.
Guck mal, Fabian hat das Schwert rausgeholt hier. Denkt, ich bin eine Bedrohung. Ja, oh, es gibt halt drei verschiedene Arten Gärten. Von Gärten? Achso, ich hab schnell von Zwergen. Sag mir, ja, drei verschiedene Arten Zwergen. Zwergen, ja. Okay, sehr schön hier, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade voll übers Gras gelaufen, verdammt. Ah gut, ihr macht's ja auch. Darf ich das auch? Und die Gärten sind halt kopiert worden, also sind meistens dieselben. Big Box hat's drei verschiedene. First Jump Run hier. Ups. Okay, alles klar. Nee, ist wirklich cool. Und hier mal dazwischendurch. Ja, und hier hinten. Ja, den kennen. Den kennst du ja schon. Noch da hinten, glaube ich, ist noch einer, oder? Da hinten ist wieder so ein Turm. Ja, jetzt mit euren Türmen, ich sehe schon. Ja, hier hinlang. Oh, das Haus dahinter sieht auch schön aus, hier mit der Fahne oben drauf. Daniel, hier lang. Wo? Ach, da lang. Der Weg ist absichtlich so, ja? Ja. Ja. Okay, hat so ein bisschen was Rustikales, ne? Okay, das bedeutet, ihr habt die Eisesser immer wieder gespiegelt. Das heißt, einmal um den ganzen, um das Heiligtum rum sind immer diese, ja. Diese Gärten mit den Brunnen und dem Wasser. Ja, sehr das. Cool, ey. Ich glaube insgesamt, dass das Heiligtum sehr, also sehr symmetrisch ist, dass man es fast kopieren könnte, außer ein paar Teile. Jetzt hätte ich gerne von oben mal die Karte gesehen. Das ist bestimmt, wenn man es komplett sieht, auch hier die Kuppel, wenn ich jetzt mal so rüber gucke. Sieht aus wie so ein Streichholzkopf. Irgendwie hat jetzt nur die Hälfte geladen, aber gut. Ja, au! Schon wieder runtergefallen. Deine Beine werden immer kürzer. Ja, die hängen mir schon am Hals, die Beine. Ich würde gerne mal da drüben dieses Gebäude mal angucken. Ich fand das wirklich sehr hübsch gebaut. Wo war das denn mit der Fahne oben drauf? Jetzt habe ich es wieder verpasst. Ah, da drüben. Seid ihr noch bei mir? Ja, okay, wunderbar. Dann müsst ihr auch hier. Nee, andere Richtung. Ah, scheiße. Doch, da lang. Moment. Verlaufen. Da vorne na, müsste na, wer hat denn da einmal einen Zaun weggebaut, ne? Ich. Wir können uns auch mal ganz kurz hier entspannen, mal kurz hier. Wir sind viel gelaufen, lass uns mal kurz da hinsetzen. Oder ein bisschen rasten hier. Puh. Das war schon bis jetzt ein langer Weg, den wir hinter uns gebracht haben. Also war schon wirklich sehr, sehr schön mit euch. Wo ist denn jetzt hier der Dritte im Bunde? Ach, hier, mit dem Boot. Nein, ja, der Crew ist da ein bisschen mit dem Boot vorbei, ne? Warum auch nicht? Macht ihr das in eurer Freizeit, ja, wenn ihr mal nichts baut, dann geht ihr hier. Ist so ein bisschen wie Venedig, ja? Mit den Gondeln fahrt ihr dann hier so lang. Ich glaube, da hat gerade jemand das Boot kaputt gemacht. LOL. Yes, okay. LOL. Hat der Fabi dich gerade gekillt, Hanni? Ja, ja. Böser Fabi. Egal, LOL. Ja. LOL. So, dafür bist du eingesperrt. Oh nein. Shit. Naja gut, Daniel, rest in peace. Schön, dass du dabei warst. Du hast dein Leben auf jeden Fall nicht sinnlos vergeudet. Du hast es ganz für eine ganz tolle Sache, du hast es für die Zwerge geopfert. Wie viele Herzen hast du noch, Daniel? Nicht mehr viele, anscheinend, ne? Ich bin instant gestorben. Ich hatte volle Herzen. Okay, komm nicht weiter. Ich habe mit der Hand geschlagen und du warst einfach down. Das Haus gefällt mir sehr gut hier. Also nur ganz kurz schauen, wem das gehört. Habt ihr noch diese Schilder überall in den Häusern, dass man sieht, wer das gebaut hat, ja? Sollte eigentlich. Sollte sieht eher aus wie eine verschlossene Tür hier, oder? Kann das sein? Ja. Okay. Ja, ich mag die Stadt einfach hier. Ich finde den Baustil, der gefällt mir einfach richtig gut. Shayla Flower hat das gebaut. Okay, wo ist denn der Name hier nochmal? Hier. Shayla Flower, okay. Und Briefkasten von Shayla. Ja. Hier ist auch mein Haus in der Nähe. Okay, dann gehen wir da mal hin. So, sag mal dein Haus. Aktiver dein neues oder dein altes? Eins steht nicht mal mehr. Okay. Sag bloß, dass hier ist es. Okay, ja. Das wäre auf jeden Fall sehr schön gewesen. Nee, das mit dem Brunnen ist es hier. Das hier. Wer nennt sich denn bitte Doppel-D, Mann? Guten Tag. Ja, das mit dem Brunnen. Ah, okay. Das ist ja, hat da jemand das zu verbergen, sag mal? So hohe Zäune und dahinter auch noch eine Mauer so? Eine Mauer, sag ich schon, Büsche? Sozusagen. Okay, was gibt's denn hier drin zu sehen? Dann. Wo ist denn hier der aktive Fabi? Ja, der, Ich gebe ihm gerade seine Sachen. Gib einfach wieder. Ist egal, also. Achso, das sind hier, du hast ja hier die YouTube-Skin, sehe ich gerade, oder? Sieht so aus, oder? Ah, okay, alles klar. Ja, wie passend. Ja, dann führ uns doch mal kurz durch dein Haus, Fabi.
Luca hat ja da schon die Tür aufgemacht, ne? So freundlich wie er ist. Also, hier ist. Übrigens, da steht ein Pferd in deinem Haus, ne? Nur falls du dich wundert. Ja, es sind viele Pferde. Okay. Also, hier ist die Küche. Okay, sehr schön. Hier gerade ein Cookie entgegengeflogen, ja? Ja. Ich will auch einen Cookie. Nein. Können wir kurz einen Cookie naschen zusammen? Ja, hier, Daniel. Ich hab meins schon gegessen, ich war so hungrig. Das Ding ist, wir können ja nicht essen. Ah, ja, stimmt. Na gut, ihr habt euren Cookie zumindest mal angeguckt. Ja. Hier ist Lehrerraum. Der Lehrerraum mit zwei Pferden, also Lehrer sind schon da, sehe ich das richtig? Also nein, der andere Raum. Hier ist mein Fernsehraum sozusagen. Und du schaust immer gerne fern mit zwei Pferden? Ja. Okay. Meine Tiere. Barbie, Fernsehen im Mittelalter. Läuft bei dir. Barbie, du bist auch sehr tierfreundlich, ne? Geht's. Ja, ja, die Pferdescheiße muss abends schon aus seiner Wohnung kratzen, so. Das ist halt so, ne? Das ist mein zweites Geschoss. Okay. Noch im Aufbau, aber schön gemacht, muss ich sagen. Keller? Dann geht's. Ja, das war noch so sporadisch. Ich bin jetzt ins Lager gezogen, deswegen. Alles klar. Hier ist nix. Wir müssen auch nicht weiter runter. Nee, alles gut. Ich bin auch sehr zufrieden. Es ist ein schönes Haus, also ich würde sagen, als Zwerg fühlt man sich auf jeden Fall wohl. Bis auf die Pferde, da müssen wir noch drüber reden, was da mit denen los ist. Bist du ein Däner, oder? Ob ich ein Däner bin? Ja, der hat Angst vor Pferden. Achso, nee, keine Ahnung, Mann. So ist der nicht. Ja, Leute, erstmal dann vielen Dank nochmal für die zweite Führung, auch hier bei den Menschen. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und, Leute da draußen, die jetzt die Folge sehen, dann sagt mir mal, was ihr von den Beuten der Menschen haltet. Nochmal vielen Dank an dich, Fabi, Luca, Daniel und den Julian. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von Legend bei den Menschen. Das war's, die letzte Folge hier. Nächstes Mal geht's weiter mit den Elfen oder den Zandanen. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken, wenn ich als erstes erreiche. Und vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Tschüss.